Okay, hallo und herzlich willkommen. Ja, ich weiß. Okay, jetzt müssen noch die anderen Dudes dazu. Die wollen ja auch gehört werden. Audioaufnahme. Quelle hinzufügen. Sound. Sound nenne ich das einfach. Quelle hinzufügen. Nehmen wir mal das da. Gut. Perfekt. Sag mal was. Hallo. Test. Kann man euch hören? Dies ist ein Testsatz zum Oh, mein Testen. Mic ist, das schlägt rot aus, Marco. Ich bin viel zu laut. Nein, du bist okay. Nee, ihr seid einfach noch viel zu laut gerade. Ey, wenn das rot leuchtet, dann ist das nicht gut. Ist so gut. Servus. Hallo. Hallo. Ist der Sound so gut? Hola. Dies ist ein Testsatz. Ich hoffe Test, mal, Test, ja. Test. So, jetzt wohl perfekt, oder? Lautstärke klingt normal. Okay, Träumchen. Okay. Kam auf die glorreiche Idee, zu Stream Elements zu wechseln und das hat alles nicht funktioniert. Dann hat sich alles gelöscht. Ich habe das Backup wieder hochgeladen und Es das hat Backup sich war alles schlecht. gelöscht. Es hat sich alles gelöscht. Nachdem Mit du dem auf den Löschbutton selbst. gedrückt hast. Nee, ich habe Entfernen gedrückt. Aber, Das war worauf ich okay. hinaus möchte. Alles ist Kacke. Okay. Oh, was haben wir denn hier? Also wenn man von Anfang an dabei war, dann war es nicht kacke, dann hat man es von Anfang an da eingestellt. Willst du Stress, Alter? Also. Freundchen. Willst du Stress? Weiß ja nicht. Jetzt hast du den schönen Freundchen. Rex verpasst. Ja, habe ich gemurkst. Hast du den denn gesehen über dem Zaun? Von innen? Ja. Nee, ich habe von außen geguckt. Ja, Du hast keine schade. Hose an, Schatzo. Ja, das muss so. Aber du hast dir Schatzo den echt nicht nicht. von innen angeguckt. Das sah wirklich sehr, sehr lustig Oh, es tut aus. mir leid, Schatzo. Tut mir Wir hingen da halt wie leid. so ein halb betrunkener über dem Zaun. Oh, ich hatte doch diese Probleme Oder mit wie dem. Tim Oh. letztens am Kannst Wasser. du das mal vormachen, Schatzo? Ich habe immer noch kein Foto davon, wie ich ihn Hm. betrunken lasse. Ich mache hier mal meine Ärmelchen hoch. So. Okay, perfekt. Warum bin ich jetzt hier wie ein Trottel? Ach so, gekochtes Fischfilet brauche ich. Kann ich mir gekochtes Fischfilet hier rausklauen? Oh, ist gar nichts mehr da. Dann hole ich mir irgendwelches. Okay. Also Großprojekt, wir machen eine Wasserleitung, ne? Oh, ich habe kein Intro gemacht. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Twitch-Stream. Ich hoffe, die Einstellungen sind alle richtig und wenn nicht, verdammt Pech gehabt. Für die Aufnahme. Bitte? Für die Aufnahme. Ja, für die Aufnahme. Und wenn die Aufnahme nicht funktioniert, egal, Mann. I tried. So hart. At least. Freue mich. Ja. Nice. Geht's euch denn gut? Das sind alles Tippitoppi Banani. Und habt ihr alle schon einen Kommentar unter dem Musikvideo geschrieben? Hab ich noch nicht gemacht. Ah, okay. Also falls ihr Langeweile habt und Bock habt, könnt ihr das natürlich jederzeit machen. Da war freiwillig. Also, wird keinen zwingen. Ich hab's gerade gemacht. Morgen wird gecheckt und dann. War wird gecheckt und jeder, der keinen Kommentar gemacht hat, fliegt vom Discord. Aber fühlt euch Jetzt nicht lachen unter sie noch Druck alle. gesetzt. Ich habe das Skript schon fertig, by the way. Also. Okay, du kannst gleich Enter drücken. Oder nee, gibt noch bis Mitternacht. Du meinst auch das Skript, dass alle Naja. gedings werden, ne? Ja. Gut so. Ist Nein, das eine das ist ein Scherz. Überraschung? Bitte? Soll das eine Überraschung sein? Was denn? So, das mit diesem Skript, was dann irgendwas passiert. Ja, das Skript, dass alle gelöscht werden. Das ist eine Überraschung, wenn man es Also, die ankündigt, fliegen glaub dann nicht. alle raus. Das ist die Überraschung. Ja, klar. Ja, du weißt Sind wir schon. doch schon wieder veräppelt. Ja, alle gerade. Nein, natürlich nicht. Also, ihr müsst keine Für Kommentare machen. Es würde rechtliche mir Gründe muss ich natürlich aussagen, ja, helfen das war ein Scherz. und mich freuen. Das ist alles. Ich wollte dich so ein bisschen unter Druck setzen, aber das ist eher nur scherzhaft gemeint. Habe ich jetzt genug Shit eigentlich? Einfach mal. Guck mal eben. Ach ja nur. Ah, das reicht. Das reicht. So. So, schnell wieder. Maskat.
Also ich weiß nicht, was das ist, aber ich habe schon die ganze Zeit kommentiert gehabt. Vor einer Sekunde? Nein, nein, nein. Nein. Okay. Mm-mm. Okay, okay. Mm-mm. Nee, es wäre auch albern. Das wäre auch albern. Ja. Da kommt der Bannhammer. Es wird mir halt helfen, aber das müsst ihr natürlich nicht. Okay, aber jetzt will ich auch nicht mehr so viel hier. Renate? Weiß ich nicht. Akku, was hast du kaputt gemacht? Renate antwortet wirklich nicht. Achso, ne, ich hab das nicht an. Ich muss das selber anmachen. Wollte nur reden. Naja, es muss ja eine ganze... Es ist müde, sorry. Achso. Moment. Entschuldigung. Wenn ich rohes Fischfilet koche, passiert da irgendwas draus? Wird das dann richtig krasser Shit oder? Naja. Geht das nicht? Fischfilet. Prime Fischfilet. Hm. Oder so. Okay. Kochtes Fischfilet. Okay. Hm. Kommentare schreiben, wer macht denn sowas? Oh mein Gott, ich geiler, wenn ich hier alle erinnern muss. Ah, Leute, Künstler haben es nicht leicht heutzutage. Sind immer nur am Betteln nach Likes, Follower, Kommis, Liebe, Merch. Ach, ist schon okay. Wie gesagt, ich wollte ja keinen zwingen oder so. Aber man muss erinnern. Ja, ja, muss ich ja. Es ist trauriger, umso öfter ich es wiederhole. Aber ich kann nicht aufhören und meine Klappe halten. Ist so. Zeig doch mal, was du da so in Arc hast. Dino. Nice. Nice, ne? Ach, so habe ich gar nicht. Ich habe heute gehört, dass Vin Diesel wohl im zweiten Aktteil ein Teil davon ist. Und das finde ich irgendwie albern. Jo, ist er. Das finde ich irgendwie albern. Oh. Warum? Ich weiß nicht. Ich kann mir Vin Diesel nicht in der Dino-Welt vorstellen. Eher mit so einem X und so Dusch, 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 Peng, Pengs oder so. Oder Autos, aber... Weiß nicht. Irgendwie so ein bisschen... Unverständlich, aber... Weiß ich nicht. Vielleicht bin ich da ein bisschen... unflexibel. Der spielt ja selber arg. Irgendwie lustig. Was ist daran lustig, dass der selber spielt? Keine Ahnung, ich stelle mir einfach so einen richtig krassen Bodybuilder vor, der hakt. Ich finde das witzig irgendwie. So, Renate ist wieder wach. Nice. Das ist so wie wenn... Hallo? Habe ich ihn jetzt nicht gefüttert? Der brauchte das. Perfekt. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen, ich weiß auch nicht. Es gibt schon einen Trailer. Der ist halt für... Also, ja? Ja, da ist er auch zu sehen, also quasi. Wie auf einem Dino sitzt. Okay. Lustig. Also, ich weiß nicht, für mich ist das halt so ein Actionheld, der eher so der Neuzeit vorkommt, nicht so mit Dinos. Ich hätte mich jetzt überhaupt nicht gewundert. Ich finde, es geht. Also hätte, wenn man sich zum Beispiel jetzt The Rock vorstellt, der kann mit Dinos irgendwie. Das ist so ein Dino-Dude. Aber also ich finde Diesel, das ist auch... Ist ja auch The Rock im Namen. Ja. Ich meine, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann ist ja auch der, wie war das? Der von Imagine Dragons. Der ist ja, glaube ich, der League of Legends Spieler, ne? Ja. Weiß schon. Der mit Believer... Nee, der spielt auch. Der ist wohl mit Chivana. Jetzt wurden die dafür gewählt. Gut. Ja. Ja, kann ich mir bei schon vorstellen. Ja, muss man mal gucken. Und irgendwann, erste Hälfte dieses Jahres soll es rauskommen. Glaube ich. Mal schauen. Bisher ist ja noch nicht wirklich was bekannt über den zweiten Teil. Nicht wirklich viel. Außer es hat eine Story, Third Person und ja. Third? Ja, kein First Person mehr. Aber das war. Ich stelle mir das Ziel ein bisschen schwierig vor. Bist du hauptsächlich nur in Third Person? Ich
spiele hauptsächlich in First Person. Ich auch. Ich nicht. Mach Third. Ich find's nicht schlimm jetzt. Ach, weiß nicht, was ihr habt. Das ist doch ganz okay. Mhm. Ich steh nicht. Ihr habt wohl Problem. Abwarten. Tag. Hi. Na, was fein bei dir? Mhm. Guck mal, dieser Limbora will. Lieblingsessen. Ja, einfaches Kibbel. Ja, wir haben das Kibbel nicht. Habe ich schon geguckt. Aber dafür habe ich. Ist auch das Ding drauf bei dir? Nee, Iguanodon ist immer alleine. Aber ich muss mal ein bisschen leveln. Ja, aber wenn du möchtest, kannst du mit dem Ankylo hinter mir her eiern. Und ich spiele den Transport oder so. Ja. Echt nice. Ja, dann. Kann nice. Ich auf Gewicht skillen, den Ankylo? Ja, komplett auf Gewicht. Das hat er 400. Mein. Oh, dann bring ich aber nochmal kurz meine Kettensäge weg. Tut, tut. Weil da eigentlich ganz viel. Auch probieren, merke ich gerade. Kannst hier rausnehmen, ich habe ganz viel gekocht. Dankeschön. So, gucken, dass finally hier überlebt. Kleiner Sweetheart. Oh, irgendjemand hat E gedrückt, als er den angeguckt hat, Leute. Das könnt ihr nicht machen. Das war ich, glaube ich, gerade eben. Okay. Der hat nämlich jetzt keine Bären mehr. Sondern dieser. So, ja, ist nicht so das Problem, nur du. Du wandelst die Beeren von ihm, die er isst, um in Samen. Das heißt, er hat nichts mehr zum Essen. Und mit den Samen kann ich nichts anfangen. Alles, was er dabei hat. Alles, was er dabei hat. Das ist die Fähigkeit von dem Iguanodon, ja. Aber da fahren wir jetzt viele Samen. Nimm dir mal. Zwei Dinger mit. Oder ein oder so. Nee, ich nehme mal besser zwei mit. Nur für alle Fälle. Langsam. Ja. Ja. Machst du, Kevin? Ich komme hier jetzt mit. So. Nice. Bisschen. Da. Hacken oder so. Gib dir gleich Schutz auf jeden Fall mit den Viechern und mach den Transport. Aber es ist so gefährlich mittlerweile, dass ich dann dich ungern alleine losschicken würde. Also im Sinne von, dass du hackst, wenn ich den Transport mache, weißt du? So. Okay, aber die sollen trotzdem nicht sterben, weil das sind eigentlich meine Züchtis. Ja, wir sind schon drüben. Die da? Eins, zwei. Okay. Die beschützen dich, Marco. Pfiffel die dann. Weil du bist eigentlich nicht safe hier. Oh. Bist du denn? Ich brauche noch ein bisschen. Ich bin gerade aus der Basis raus. Okay. Ein bisschen lustig ist das schon. Ja. Okay, pfiffel dann auf jeden Fall die Raptoren. Aber vermeide Kämpfer. Okay, ich habe so meine Züchtexemplare. Ja, versuch's. Okay, nice. Ich auf Gewicht. Also ich brauche hauptsächlich Metall und Stein. Und den komplett auf Gewichtsskill, den du hast. Oder Kurio! Aus dem Element hat das Overlay geschluckt. Ja, genau. Sind nicht mehr auf Bildschirm. Ja, alles funktioniert nicht mehr. I'm sorry. Also, es war halt so, ich wollte auf Stream Elements wechseln. Weil es ja angeblich besser ist. Und ich Sachen noch ausprobieren wollte. So. Es ist besser in einigen Punkten. Aber... was auch immer. Auf jeden Fall war das so kacke und das hat nicht funktioniert. Und du kannst eigentlich dein Overlay importieren und exportieren. Und das wollte ich tun. Aber warum auch immer, ging das nicht. Und dann hat das halt immer geladen bis, keine Ahnung, 11 von 12 und so. Und dann blieb es stehen. Und dann dachte ich mir, okay, vielleicht habe ich zu viel Daten oder so. Dann habe ich die Daten gelöscht, die Videos und Hintergrund und pipapo. Und dann hat es immer noch nicht funktioniert. Dann habe ich noch mehr gelöscht, weil ich richtig pisst war. Und dann hat das gar nicht mehr funktioniert. Und jetzt ist alles kaputt. Alles. Du bist voll? Ich bin voll. Ja, also. Ah ja. Ich hab mehr und okay. Dann ist zu langsam. Ah ja, sorry. Ich war noch wild am Rumfuchteln. Ja. Und deswegen ist jetzt im Moment alles kaputt und ich kümmere mich morgen in Ruhe, aber jetzt habe ich keinen Bock mehr, okay? Deswegen. Schatz, kannst du davon Rohre bauen, dass wir die Wasserleitung heute machen? Ja, flexible wahrscheinlich. Weiß ich nicht, ich kenne mich mit den Wasserleitungen nicht aus. Ja, bei der ersten Basis war es ganz gut. Viele
normale, lange, also gerade. Mhm. Und erst wenn man Probleme hatte mit den flexiblen, weitermachen. Okay. Ich glaube, die normalen, die kosten weniger und sind länger. Okay. Ich mache den Transport jetzt auf jeden Fall. In der zweiten habe ich auf jeden Fall festgestellt, mit sobald da ein bisschen Steigung drin ist. Ja. Sieht es halt entweder kacke aus oder geht halt ins Nichts. Hm. Also, wie gesagt, die flexiblen sind is relativ cool. Is your hands getting better soon? It is, yes. It is a little bit annoying, but it's good, ja. Not bad. Ich glaube, die kosten tatsächlich gleich viel von Steinen. Wo ist die Steinekiste? Wir haben keine explizite. Ich mache alles immer in den Mörser rein, beziehungsweise in die Werkbank. Du kannst das halt auch direkt im Inventar machen. Ja, ich bringe dir das halt jetzt die ganze Zeit hoch. Ja, okay. Kannst du vielleicht noch irgendwas mitbringen zum Lagern? Ich glaube, also ich musste jetzt warten, bis du nochmal kommst. Echt? Du hattest, konntest nichts mehr nehmen? Ja, der hat halt nicht so viel Platz. Ich kann noch einen Iguanodon mitnehmen, dein. Es ist halt unser größtes Lagerding. Ja. Ja. Also wenn es dir hilft, dann soll ich draußen die Steine hinlegen? Dann warte, ich mach das hier. Ich nehme mal deinen mit, weil deiner kann extrem viel nehmen. Ja. Aber dann... Oh, ich habe so Angst, dass er stirbt. Du hast noch keinen Iguanodon-Sattel, oder? Nee, sorry. Brauche ich eben. Du dachtest ja, du hättest einen, deswegen hatte ich schon keinen gemacht und dann... Ja. Der war ja weg. Ja. Weiß nicht, wo der hin ist, ehrlich gesagt. Holz, Fasern, Leder. Holz, Fasern, Leder. Hm. Ich hab echt Angst, dass deiner drauf geht. Pass auf. Vielleicht irgendwo eher beim Verteidigen helfen. Ich hab ihm zwei Raptoren hingestellt. Also noch sehe ich in der Nähe gar nichts. Ja. Nicht mal ansatzweise ein Vieh. Ranwachsend. Okay. Bald wieder Nacht, der Dude sollte bald kommen. Dude. Weiß schon. So. Okay, das funktioniert. Dann würde ich eventuell, bist du denn? Links oder rechts? Unten links, links. Ernsthaft, der Iguanodon blockt mich. Oh, ein Scherz. So. Und links. Ah ja, ich sehe die Raptoren. Hi. Dann lasse ich Blue bei dir, also mein Finally, weil der muss halt dringend leveln. Ich priorisiere erstmal die Steine und Metall, ne? Ja, genau, mach das alles hier in den. Oh, der hat gar nichts mehr zu essen. Ist es 12 Uhr? Using cookies and milk as a bait, or perhaps you could try using a large, shiny red and white striped net. Okay. Warte kurz, ich muss kurz Bären fressen. Okay. Da. Kannst du mir noch mehr Zeug reintun, ne? Finally wollte ich bei dir stehen lassen. Ja, das war's. Okay. Ich glaube, ich habe vorhin auf die falsche Gewichtsanzeige geguckt.
Ja, ich war sehr leicht irgendwie. Ja. Also ich dachte, ich wäre voll, aber es war meins. So. Mit dem Kloppy geht das schon schnell, ne? Ja. Du folgst mir jetzt auch. Haut halt einmal drauf und die kleinen Steine sind einfach weg. Das ist schon witzig, ja. Schön die Techos in der Basis leuchten. Hör mich gerade auf. Im Mörser liegt auch was. Ah, jo, okay. Ja, das habe ich da mal reingemacht, weil das brauchst du für Zündpulver und so weiter. Nutze ich jetzt aber ein bisschen was von, ne? Hm. Ich mache dann wirklich nur gerade und flexibler. Weiß nicht, schräge und senkrechte kann man ja am Ende dann. Ja. Wenn man dann wirklich die Wand hoch muss am Ende. Ja. Oder wo geht ihr lang? Also wo ist der Weg? Also entweder zu den Drachen oder zum Dorf. Gibt's also sicherer? Nee, es sind die einzigen beiden Wasserquellen. Was denn, wenn wir von dem Haus aus hier Richtung diese Ruindinger gehen und dann noch weiter nach hinten, ist da irgendwas? Ruinendinger? Nee, ja, da ist die Border, das Ende. Oh. Glaube ich, ja. Ich glaube, das Ende. Ist natürlich blöd. Ja. Guten Tag. Hallo. Wenn du in den anderen guckst, da müsste was drin sein. Ich habe gerade alles reingetan. Ah, okay. Ah ja, perfekt. Werde hier geblockt von allem. Oh, das ist schön viel Eisen. Träumchen. Metall da vergessen. Oh, der kann immer noch ganz schön viel nehmen, ne? Ich dachte, wir doing the same. Wenn den zweiten dabei zu haben, ist ganz gut zum Zwischenlagern. Bitte was? Den zweiten dabei zu haben, ist ganz gut zum Zwischenlagern. Okay, nice. Mach den links weiter. Okay, also den immer auf Gewichtskill, ne? Den finally. Ah, jetzt müssen wir uns umgucken. Ja, mal gucken, wo er ist. Und dann... Falls in der Nähe ist, müssen wir da wohl wegen Geschenken vorbei. Seht ihr ihn? Ich bin gerade am Herstellen. In der Kiste. Kann mich auch nicht mehr bewegen. Sehe nicht. So, ich habe jetzt 100 gerade Rohre, ne, 112 und aktuell 39 flexible gemacht. Ich würde sagen, in Richtung Dorf, oder? Das ist irgendwie sicherer. Ja, Dorf ist sicherer. Ist also da spawnen zwar sehr viele Alpha-Raptoren, aber da laufen halt mehr Leute so lang, dass da auch was spawnen kann. Also es ist schwierig. Aber ja, es ist sicherer, würde ich sagen. Wie viel soll ich jetzt herstellen? Ich weiß nicht, wie lang so ein Rohr ist, ehrlich gesagt. Vielleicht zwei Schritte oder sowas, eins. Echt? Dann fürchte ich das Doppelte. Vielleicht drei Schritte, klar. Na, ich werde langsam. Ja. Okay. Okay. Darf ich mal? Ja. Soll ich auch ein paar Schräge machen oder weniger? Ist ein schräges, wie so ein L oder was genau ist schräg? Das ist 45 Grad. Schräg ist tatsächlich diagonal, oder? Ja, es ist 45 Grad. Okay.
Ja, schräge auch, weil wir müssen ja irgendwie treffen. Ja, ja, das geht mit dem Flexibel eigentlich. Dynamischen Dinger da. Ach so, besser. Okay. Ja. Ja, gut, dann eher die. Ich glaube, so diese wirklichen schrägen oder vertikalen sind mehr so für Hausbau oder so. Ein senkrecht, weiß nicht, ob da irgendwo eine Kante ist, wo man hoch muss. Ja, selbst die kannst du auch mit den dynamischen. Ja. Über den Rücken. Ihr seht nicht den Raptor irgendwo in der Nähe, oder? Gommel? Was? Siehst du denn irgendwo den Raptor, Klaus? Santa Claus. Nein. Ich sehe auch, keine nicht. Geschenke runterkommen. Auch nicht. Bestimmt in der Eiswelt. Kein Bock. Ich dachte mal, dass der bei uns in der Nähe spawnt. Kann der zwischen den Welten wechseln, oder wie? Ja, der spawnt auch in anderen Welten.